Das Double von Michael Jackson. Schon als Kind war ich total fasziniert von ihm und seiner Musik. Deswegen bin ich auch sein Double geworden. Und genau das mache ich jetzt schon seit über 15 Jahren. Ich komme gerade aus Hawaii, war auch schon in Asien und überall auf der Welt auf Tournee. Das ist einfach mein Leben. Mein Leben als Michael Jackson. William Hall, Michael Jackson. Da fällt ihm jetzt, glaube ich, auch ein Stein von Herzen. Hat er vorher schon gemeint, wie nervös er ist. Billie Jean hätte er in der letzten Sendung, am letzten Freitag, gerne schon performen wollen. Er war hier, aber sein Kostüm war auf Hawaii. Jetzt ist das Kostüm Gott sei Dank angekommen. Ne? Extra einfliegen lassen heute Abend. Yes, it did. Ja, so ist es. Ich freue mich, dass es gekommen ist. Billie Jean, du hast erzählt, du denkst dabei, wenn du den Song singst, immer an deine Mama. Warum? Meine Mutter heißt Dorothy Jane. Jedes Mal, wenn ich das singe, muss ich an meine Mama denken. Bei Michael Jackson, da gibt es ja 1000 Gerüchte. Viele Leute reden jetzt davon, dass er seine Comeback-Platte plant und was da wohl ums Eck kommt. Was glaubst du? Kann ein Comeback von Michael Jackson funktionieren? Yes. Definitely. Ja, ganz sicher. Er wird ganz sicher zurückkommen. Aber glaubst du, dass er fit genug ist? Ja. He's fit. Yes, doch, yes. Er ist gut drauf. Eine Frage natürlich auch noch an dich. Also dieses Double-Dasein geht ja bei vielen sehr weit. Man beschäftigt sich über Jahre mit einem Idol. Michael Jackson soll ja mal eine Schönheits-OP über sich ergehen lassen. Ja, soll, Gerüchte zu haben. Was sagst du zu solchen? Würdest du so weit gehen und dich auch in das Messer legen, damit es nah rankommt?
Ich glaube, dass jeder Mensch das Recht hat, jedes mit seinem Ding Körper zu machen. Ist es jetzt kosmetische Operation oder auch das Gewicht? Solange sie Musik für die Welt machen, das zählt letztlich. Dem gibt es nichts mehr hinzuzufügen.